bisschen lauter. Hallo ihr Lieben, also wir sind heute hier in Rastiland. Lauter. Wir sind heute hier in Rastiland und wir sind hier im Zug. Eine Rundfahrt machen wir durch Rastiland. Elea ist mit dabei. Meine Cousine. Genau. So, dann gucken wir mal, ob man ein bisschen was sehen kann. Oh, da sehe ich hier überhaupt nicht, was ich filme. Da oben ist die U-Bahn. Da sind die Luftballons. Kann man das so vielleicht sehen? Ja, so kann man es auch ein bisschen sehen. Ballons. Das ist auf und dem Giraffe. Und Giraffe, ja, Giraffe ist auch natürlich dabei. Wie immer dabei. Ist klar. So, da wird etwas gebaut. Das weiß man noch nicht, was das wird. Und da hinten geht's. Ups, ich will ja keine fremden Leute. Und hier ist der Park. Ja, da oben ist der Jahrhundertmarkt. Da drüben kann man auch noch was sehen, eben die Kamelfahrt. Ach ja, so ist besser. Ja, das macht auch Spaß. Auf der Seite kann man jetzt wieder ein bisschen was sehen von diesem, das ist im Sommer natürlich immer ganz gut. Mit ein bisschen Wasser. Da gibt es so Boote, wo man sich so ein bisschen abstoßen kann und so ein bisschen eben normal fahren. Jetzt sieht man gerade gar nicht so viel. Auf der Seite sieht man auch noch was, diese Autos. Da ist das nochmal. Da kann man also Kletterpark, gibt es einen Spielplatz, also insgesamt zwei Spielplätze. Hier kann man sich ein bisschen mit Wasser beschießen aus der Burg. Da gibt es, da sind diese Bahnen, diese Rutschbahnen waren eben zu sehen, ne? Mit den Ballons, wo man auf den Ballons rutschen kann. Auf dem Reifen, also eher Reifen. Im Reifen. So, jetzt haben wir die nächste Station erreicht. Hier kann man ab- und zusteigen. Nein, wir machen eine ganze Rundfahrt. Genau. Ja. Hast du sonst noch was zu erzählen zum Rastiland? Also das ist richtig toll. Hier kann man auch ein Eis essen und man kann ein Pommes essen, kann man und Chicken und noch ganz viele andere Sachen, ne? Auch Spielzeuge kriegt man bei den Dino-Essen. Beim Dino-Essen. Ja, und du hast jetzt noch ein Tunnel. Da das kann man jetzt nicht sehen. Es dauert ein bisschen, bis wir losfahren gleich wieder. Du meinst, es gibt diesen Shop, wo man verschiedene Sachen kaufen kann, ne? Mit den Spielsachen. Ja. Es geht weiter. Da ist ein großer Teich. Kann man jetzt nicht so viel sehen. Da ist aber, da sind keine Fische drin, ne? Da kann man von einem Kletterpark was sehen. Ansonsten ist es gerade nicht so spannend. Ja, die Bobbahn da hinten war eben zu sehen. Ja, vielleicht würde man das sehen. Und unten auch nochmal so Autos. Ja, ein bisschen schwierig gerade. Das ist noch so eine Seestrecke. Diese Autos sehen. Und die Bobbahn. Da wird es dunkel. Ja, wir sind dran. Da kann man. Was ist hier? Tunnel! Nichts.
Wo ist jetzt die Achterbahn? Wir fahren noch weiter, ja. Da ist eine Zwischenstation, wo man was essen kann. Hm? Da kann man es jetzt besser sehen, der Park. Ja, da ganz hinten. Ja. Das Schiff zeigst du. Das Schiff haben wir gesehen, ja. Steig aus. Steigt natürlich nicht aus. Wir wollen ja noch weiterfahren. Ja, da drüben glaube ich gar nicht. Es geht wieder weiter. Oh nein, dort kommt ein ganz furchtbar Geist hinterher. Da ist noch ein Spielplatz mit diesem Kletterpark. Genau. Der freie Fall. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Ja, das gibt's auch. Da gibt's noch Laserstrahl da drin in diesem. Laserstrahl? Ja. So ein bisschen ein Parcours, ne? Wo man durch muss. Durch die Laserstrahle, ohne es zu berühren. Was kommt hier? Nichts. Spielplatz. Parkplätze gibt es ganz viele. Kann man sehr gut parken. Die kosten auch nichts. Und jetzt kommt etwas dazwischen. Die Hände sollte man besser drin lassen. Es wackelt. Genau. Das ist Spielplatz. Da ist der andere Spielplatz. Ach, da sind wir ja schon fertig. Da sind wir schon durch. Da kommt der Spielplatz. Der wurde auch ein bisschen vergrößert. Ja. Genau. Großer Spielplatz. Ja, dann sind wir auch schon durch. Unserer Station kommt er dann. Da sind wir auf dem großen Spielplatz mit Wasser und Rutschen und Klettermöglichkeiten. Der ist eigentlich ganz schön. Der ist sehr schön gemacht. Der Spielplatz. Wir sind da. Und Mia verabschiedet sich. Wenn ihr das toll fandet, dann Daumen hoch. Und schaltet die Glocke an. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.